Putin, sagen wir jetzt politisch, muss man mit ihm verhandeln. Da kommt man nicht drum herum. Wie sieht es aus mit gesellschaftlich? Wird man ihm gerne in Europa den roten Teppich ausrollen? Nein, den wird man ihm nicht ausrollen. Da hat er viel zu viele schwere Fehler gemacht. Die Deutschen neigen ein bisschen zu sehr, ihm den Teppich auszurollen. Ich bin da sehr kritisch gegenüber den Putin-Verstehern in Deutschland, die es leider in allen Parteien gibt. Ja, also jeder muss in seiner Partei sich mit den jeweiligen Putin-Verstehern herumschlagen. Aber auch in Deutschland ist inzwischen eine ganz klare Mehrheit für eine realistische Russlandpolitik. Tschechien schenkte Ukraine 4000 Panzergranaten. Deutschland schickte 5000 Helme. Ist die deutsche Taktik jetzt besser als die tschechische? Weil durch die tschechische Hilfe verstärkt man im Grunde genommen die Verteidigungsmöglichkeiten der Ukraine. Also zunächst mal kann ich ironisch sagen, am besten wäre es, Berlin würde noch eine Wasserpistole schicken oder ein Spielzeuggewehr, ja. Vielleicht würde das den Ukrainern auch noch helfen und nicht nur diese 5000 Helme. Also die deutsche Politik ist absolut lächerlich auf diesem Gebiet. Sie beruft sich auf die historische Verantwortung, die es in Deutschland gibt, für die Nazi-Verbrechen. Aber gerade wenn man aus den Nazi-Verbrechen lernen will, dann muss man doch erkennen, dass man keine Appeasement-Politik betreiben darf. Und von daher sage ich ganz klar, also Waffenlieferungen an die Ukraine sind ein notwendiger Akt der Solidarität. Ich bin absolut für die Lieferung von Defensivwaffen Deutschlands an die Ukraine. Und ich finde die tschechische Politik auf diesem Gebiet vorbildlich. Überhaupt muss ich sagen, dass die Außenpolitik der Regierung Fiala bis jetzt sehr überzeugend ist.